Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk und jetzt geht es um Mosul, einen Film, der eine SWAT-Truppe zeigt, die gegen den IS kämpft. Und wie dieser Film geworden ist, verrate ich euch nach dem Trailer. ليش وين بابا؟ دوان شافوه. سوات. اثنين شرطة جوال. تعرف قاتل؟ أنا ما أعرف أنت منو. إحنا الزلمة اللي قتلنا كتالة عمك. بابا منيح؟ أتعلم بسرعة. فاسلك لي فوق وخلي عينك لي فوق دايما. فريق سوات. نشوفكم. روحون وترجعون بالمدينة. على شنو تدورون؟ جماعة سوات وانا كلكم ميتين شنو مهمتكم؟ هاي المنطقة كلش خطر الدواعش يقدرون بأي لحظة يبون تروح على بيها مهمة كنا كنا رايديها مهمة أنا خططت لها لازم نهجم عليهم محد صرنا قريبين سيدي ديروا بالكم العراق بلا صدام وضرب ارهابيين محتاجين لكم طلقه روح قاتل انا ما اعرف وين رايحين ما اعرف شنو مهمتنا ما اعرفك ما اعرفكم كلكم ليش اسمع كلامي احنا زلمه زينه Mosul startet am 26. November 2020 auf Netflix, geht ungefähr 101 Minuten und ist ein Kriegsdrama, was die Geschichte eines SWAT-Teams Nineveh spielt. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspielt, aber ja. Und die versuchen im nordischen Teil der Stadt Mosul den IS zu bekämpfen. Warum, wissen wir noch nicht. Und am Anfang des Films nehmen sie einen Polizisten namens Carver mit, gespielt von Adam Bessar, den man auch zuletzt aus beispielsweise Extraction kennt mit Chris Hemsworth. Und die laufen nun durch diese Stadt. Immer wohl wissend, dass der IS direkt um die Häuser lauern kann und sie töten könnte. Und sie möchten nichts anderes, als diese zu besiegen. Und das ist quasi die Geschichte. Ein afghanisches Team, was halt da... was halt diesen IS auslöschen möchte. Wir kennen ja natürlich die ganzen Filme mit US-amerikanischen Soldaten, die dann dahin fahren und versuchen, den IS zu besiegen. Und wir hatten noch keinen Film, der wirklich vor Ort zeigt, wie die Truppen versuchen, selber Hand anzulegen und das zu machen. Und warum braucht man die USA? Sie können es ja offenbar auch ganz gut selber. Und das dachten sich auch Joe und Anthony Russo, die Produzenten und die Regisseure, beziehungsweise nur die Regisseure von Captain America 2, 3, Avengers, Infinity War und Endgame. Und die haben diesen Film auch produziert für Netflix, ähnlich wie Extraction tatsächlich. Und das merkt man, denn Mosul ist ein geradliniger, doch ziemlich harter und schwer in die Magengrube schlagender Kriegsfilm, der teilweise echt hart wird, teilweise wirklich die Lupe drauf hält, wie es vielleicht wirklich vor Ort ist. Wir können es ja nicht wirklich sagen, wir waren da ja nie. Und das ist auch, was ich in der letzten Kriegsfilmkritik gesagt habe, ist, dass es für solche Filme immer sehr schwer ist, den Krieg perfekt auf den Zuschauer zu übertragen. Das ist quasi gar nicht möglich. Das schaffen nur sehr wenige. Schindlers Liste zum Beispiel hat das vielleicht im besten Fall geschafft und Mosul schafft das auch nicht genau. Wir sehen quasi, wie es vor Ort ist, haben aber nie dieses Gefühl, wie hart diese Situation ist. Wir fiebern zwar mit ihnen mit, aber dieses genaue große Gefühl ist auf den Zuschauer nicht zu übertragen. Das ist auch kein großes Problem, denn Kriegsfilme kriegen das einfach nicht immer hin. Und da muss man leider diesen Abstrich machen und sich darauf einlassen, dass das halt nicht immer geht. Aber für das, was dieser Film versucht zu sein, für das, was dieser Film uns sagen möchte, ist er echt gut geworden. Er ist wirklich brutal. Er ist toll gespielt. Er ist, hat weniger Actionsequenzen, als man annehmen möchte. Denn er ist doch der so ein auf die Charaktere fixierter Film, der natürlich seine Action-Set-Pieces hat, aber Regisseur Matthew Michael Carnahan ist es leid, wirklich die ganze Zeit nur in diese Action zu gehen, wie in Michael Bay, sondern
eher diesen Charakteren die Luft zu lassen, sich zu entwickeln, diese Gruppendynamik zu erzeugen. Und das funktioniert deutlich besser und macht diese Situation schwerer und härter für den Zuschauer. Und so sind auch Impacts innerhalb dieses Films, wenn mal Charaktere wegsterben, auch deutlich, deutlich näher am Zuschauer dran, als nur so, ja, jetzt ist er tot, das ist egal. Es legt sich auf den Zuschauer, es löst etwas in uns aus und das muss ein so ein Film ja auch hinkriegen und das schafft er ganz gut. Es hätte natürlich mehr sein dürfen, es hätte auch mehr in die Menschlichkeit reingehen können, auch mehr Menschlichkeit zu diesen Soldaten, weil wir sehen sie halt nur als Leute, die halt durch diesen IS besiegen wollen, dass ihre Kollegen auch fallen und dass es natürlich sie auch mitnimmt. Aber es ist ja noch mehr da, als dass sie in diesen kleinen Sekunden jemanden betrauern, mit dem sie halt schon lange da rumgelaufen sind und dann ist dieses Emotion auch schon wieder weg und sie konzentrieren sich komplett auf den Krieg. Und etwas mehr Emotionalität hätte ich in diesem Film gerne gesehen. Aber am Ende ist Mosul tatsächlich ein toller Kriegsfilm, sehr authentisch, geht unter die Haut, ist schwer zu ertragen und kein Film, den man einfach mal so wegguckt nebenbei. Und deswegen gebe ich dem Film 7 Punkte, 7 von 10 Punkten. Ist einer der besseren Kriegsfilme, die ich dieses Jahr gesehen habe, kommt aber nicht an leider Battleship Island oder an 1917 dieses Jahr ran. Aber er ist ein sehr guter Kriegsfilm, einer der besten. Wir hatten ja dieses Jahr nicht so viele und dann solltet ihr euch den auch auf Netflix angucken. Habt ihr den vielleicht sogar schon gesehen? Dann schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr ihn gefunden habt. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Guckt weiter Filme und Serien. Bis dahin, tschüss und haut rein. Bye.